Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video über meinen Fernseher, weil ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, ob ich noch so einen Abschluss oder noch mal so ein Komplett-Fazit gebe, nachdem ich es eine Weile getestet habe. Das hat jetzt ein bisschen was länger gedauert, ich wollte es vorige Woche schon machen, aber vorige Woche war ein bisschen stressig. Ich habe den Fernseher jetzt ein halbes Jahr. Na, knapp ein halbes Jahr. Hat halt was länger gedauert mit den Einstellungen, weil ich immer mit den Einstellungen nicht so ganz zufrieden war. Das war, sah gut aus, das Bild, aber man hätte noch einen Tick besser machen können. Und da habe ich jetzt eine ganze Weile rumgefeilscht und jetzt habe ich eigentlich das Bild so gefunden, wie ich das wollte. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe auch viel in 4K gesehen. Dann müsstet da jetzt hier oben die UHD sehen. Da steht UHD für Prime. Und ihr seht, die Grafik sieht eigentlich sehr gut aus. Warum ich ewig zum Einstellen gebraucht habe, werde ich euch auch sagen. Die Einstellmöglichkeiten, hier hast du viele Einstellmöglichkeiten. Und ich habe immer ein tolles Bild hingekriegt, auch für 4K, aber für die älteren Filme nicht. Da war das dann immer so, wenn da so ein Mensch stand und dann hat man halt so das Gefühl gehabt, hier war alles ziemlich hell erleuchtet, als wenn direkt der Scheinwerfer drauf knallt. Und da habe ich halt eine ganze Weile gebraucht, das so einzustellen, da das nicht zu hell war, aber trotzdem die Farben kräftig waren, trotzdem der Hintergrund kräftig war und nicht zu dunkel, dass man was sehen konnte. Und das hat halt seine Zeit gedauert. Ich habe Musik gehört damit. Ich habe PlayStation gespielt, PlayStation 3, PlayStation 4. Ich habe 3D-Filme geguckt, ich habe Blu-rays geguckt. Eigentlich habe ich alles soweit gemacht, was man damit machen kann. Ich war auch im Internet damit. Ich bin soweit komplett zufrieden mit meinem, wie er ist. Ich kann 3D gucken, ich kann 4K gucken, ich habe null Probleme. Das werde ich euch auch gleich noch mal ein bisschen was ausführlicher zeigen. Positiv ist der Subwoofer, der hinten noch zusätzlich ist. Also man hat nicht nur die Links- und Rechts-Lautsprecher, nein, man hat hier auch einen Subwoofer drin. Der macht das Klangerlebnis sehr toll, muss ich sagen. Also ich war am Anfang, dachte ich, so einen Subwoofer braucht man ja nicht wirklich, weil mein alter Fernseher hat auch nur Links-Rechts-Boxen gehabt und war okay. Und hat sich auch gut angehört. Hört sich hier nochmal ein bisschen geiler an. Von der Musikeinstellung, ich weiß nicht, was ihr für Musik hört, bei meinem, was ich höre, so Troopers, Toxpark, Deutsche Front, sowas alles, Störte Priester, ist die Musik über den TV erträglich. Erträglich. Man kann sie sich anhören, wenn man hier so sitzt und ein bisschen Musik hört, ja. Wenn man es ein bisschen lauter mag und vielleicht ein bisschen putzen will, da würde ich schon Boxen ranmachen. Definitiv, weil dann finde ich es nicht mehr so. Weil egal, man hat viele Einstellungen von der Musik her, wo man sagen kann, also kann man vom Ton her Musik, Spielfilm, hast nicht gesehen. Egal, was man macht, bei meiner Musik ist es denn so, wenn es zu laut ist, entweder ist der Sänger zu leise und die Musik zu laut oder der Sänger ist mit der Musik gleichgeschalten und man kriegt die Gesang nicht richtig mit. Oder der Sänger ist zu laut und man kriegt die Musik nicht mit. Irgendwie ganz komisch. Also bin ich nicht so begeistert von Musik im lauteren Bereich. Also nicht im normalen Bereich. Wenn man normal Musik hört, ist es toll. Aber, also ist gut. Aber wenn man es lauter mag und wenn man putzen will, dabei definitiv eine Anlage ran, Boxen ran oder sonst irgendwas dergleichen. Ja, Filme habe ich auch geguckt. Im Internet war ich. Das läuft mit den Apps ganz toll. Bin ich schwer begeistert. Also ich habe da mal so ein paar Probe-Apps runtergeladen gehabt und das läuft ganz flüssig und ganz schnell. Ich habe auch schon aufgenommen damit. Das funktioniert auch ganz gut. Was ich jetzt nicht so toll finde mit dem letzten Software-Update. Also ich finde erstmal, wenn ich mein Handy mit dem verbinden will und einfach mal nur ein Bild zeigen will, das ist sehr negativ. Es gibt keine Grundig-App, die vernünftig dafür ausgelegt ist, dass man einfach mal ein Bild oder mal ein Video übertragen kann. Da
Da habe ich externe Apps genommen. Die funktionieren. Aber die externen Apps, die ich gefunden habe, sind kacke. Die eine ist zu lahmarschig, die andere sortiert mir, gehe ich auf Kamera und die haut mir die Bilder komplett durcheinander und nicht so nach mit Zeitstempel, so wie sie im Handy eigentlich drin sind. Also es ist eine echt nervige Angelegenheit, kann ich euch sagen. Richtig nervig. Aber naja, so, jetzt werde ich euch mal hier ein bisschen mal zeigen. So, machen wir mal so. Was ich jetzt auch ganz nervig finde, seit dem letzten Update, wenn ich jetzt hier den Ton lauter mache, da habe ich dann hier so eine Skala. Ja, seht ihr das? Ich werde mal ranzoomen. Ey, so eine richtig affige Skala. Also das ist auch für mich im optischen Sinne ein Negativpunkt. Das ist einfach nur eine stinknormale Skala. Hier der Lautsprecher hat ein bisschen Schatten nach unten. Das ist blau und dann hat man hier eine Skala, die man hoch und runter machen kann. Finde ich, weiß ich nicht. Also das ist ein Rückschritt. Ein definitiver Rückschritt. Vorher hatte ich hier unten so einen Ball. Hier unten drin. Und denn so ein, ja, sah halt schicker aus. Nee, Quatsch, da waren die Balken hier oben, bei meinem anderen war ein Ball. Da waren hier so die Balken, hast man nur so die Balken gesehen. War alle transparent, hat man die Balken gesehen. Das sah wesentlich schicker aus als mit dieser affigen Skala. Also die Skala finde ich absolut affig. So, dann haben wir, noch müssen wir mal gucken, ich habe noch rangezoomt. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen sehen. So, hier kann man dann halt zwischen den Geräten hin und her testen. Ich habe die Geräte schon ein bisschen umbenannt, hier PlayStation, PC, Fire TV, Receiver, also da muss ich echt sagen, da fehlen mir noch Icons. Da ist mein älterer Fernseher ein bisschen schlauer, der von LG, da kann man denn die Icons ohne anpassen, hier ist TV, da hat man dann für Receiver ein einzelnes, ich habe nämlich kein Receiver-Icon gefunden, da ist nur normaler HDMI, du hast das HDMI-Icon, du hast ein DVD-Player-Icon, PC und eine Spielekonsole, was mit einem Controller gemacht ist und TV. Also das ist, also da müssen Sie sich was einfallen lassen, dass die Icons vielleicht noch mit einem Update gemacht werden, dass man eine Setup-Box noch drin macht, also nicht ein DVD-Player, sondern einfach eine Box für Amazon, für eine Netflix-Box. Gibt es denn eine Netflix-Box? Eine Android-Box oder irgendwas dergleichen. Apple TV oder was weiß ich, dass man halt so ein kleines Box-Symbol hat. Und hier bei Receiver, dass man auch ein Receiver-Symbol hat. Dass man, gut, der Receiver ist hier auch eingebaut. Ich bevorzuge aber lieber einen externen, das war schon immer so, dass man da ein Receiver-Icon kriegt. Das ist nur ein kleines Manko, was mich so stört, aber gehört halt zu meiner Gesamtansicht dazu, das stört mich halt. Ja, also das Auge guckt mit und wenn ich dann hin und her schalte, ja, also das finde ich ein bisschen nervig. So, dann Tools. Hier haben wir jetzt den Abschalt-Timer, Zoom, Bild, Format, da habe ich halt auf 16:9 Klangeffekte. Da habe ich, seht ihr jetzt, ich bin gerade auf Musik, gehe mal wieder auf natürlich. Dann hat man noch Benutzer, Musik, Sprache, natürlich, Spielfilm, Standard. Ja, und bei Benutzer kann man sich das dann halt selber anpassen im späteren Menü. So, dann haben wir einen Bildmodus, da habe ich auf scharf, da kann ich jetzt auch hier jederzeit hin und her wechseln auf natürlich. Ihr seht, das Bild, das verändert sich dann immer so ein bisschen. Gehen wir mal auf meinen Spielfilm. So, seht ihr, jetzt kommt er mit dem Rot. Und das ist halt dieses Überlichtete, was ich sage. Oder jetzt hier auch bei den Bergen könnte, na, das seht ihr bestimmt schlecht. Da sieht man dann immer dieses, ist zu kräftig. Hier seht ihr auch die Bäume, man sieht die Bäume. Man weiß, dass es Bäume sind, aber es ist halt einfach nur ein Punkt. Und so ist es auch bei Gesichtern, dass die dann einfach alle so fett den Rotstich haben. Oder praktisch man sieht, wo der Scheinwerfer ist. Und das ist dann etwas lästig. Hier habe ich es jetzt schon eingestellt. Hier seht ihr, man sieht immer noch so die Sonne, weil ist ja klar, die strahlt. Aber man sieht hier vernünftig klare Bilder. Man sieht vernünftig klar das Gras, die Bäume. Das ist alles so sehr gut eingestellt jetzt endlich. So, Digilink-Gerät. Hier könnte man dann halt PlayStation 4, Amazon, PlayStation 3. Und dann kann man halt, wenn ich da drauf drücke, könnte ich jetzt das entsprechende Gerät anschalten und dann geht das automatisch an, ohne dass man das Gerät mit einer extra Fernbedienung anmachen muss. So, brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir hier das Menü. Hoppala. Bin ich jetzt drauf gegangen, ich habe mich doch verdrückt. Ach so, jetzt sind wir bei den Apps. So, da hat man dann so eine kleine App-Übersicht hier, das geht dann auch noch weiter hier. Netflix, YouTube, Maxstone,
Amazon fehlt noch, also hier gibt es keine Amazon-App. Ich hoffe, die wird noch nachgereicht oder nachgeliefert. Nicht, dass ich sie jetzt unbedingt brauche, weil ich habe meine Amazon-Box, aber viele, die halt das haben wollen, werden das danken. Hier QVC und also ich habe hier so ein paar Dinger mal runtergeladen. Also es funktioniert, aber muss ich jetzt nicht unbedingt am Fernseher haben, hier irgendwelche App-Kacke. Können wir ja mal alle, haben wir jetzt drauf. So. Und da seht ihr, hier haben wir dann, können wir dann nach rechts weiterklicken. Hier kommt wirklich Bundestag, Börse. Ja, also ist Haufen Müll mit bei, was eigentlich keiner braucht. Eins Festival Mediathek, das ist ja nicht mal so schlecht. Pastewka haben wir, TV Total. Also so ein paar gute Sachen sind schon mit bei, Wetter kommen und so. Aber ich beschäftige mich damit jetzt nicht so wirklich. So, dann haben wir hier oben gleich, das sind die Sender. Weil ich hatte ja mal Antenne zum Testen dran und ja, ist nicht meins, ich brauche halt meinen Receiver. Haben wir Favoriten. Wir haben den Webbrowser, wo wir gleich rein können. App Center, da waren wir eben drin. Hier hinten ist festgelegt YouTube und Netflix. Da habe ich noch nicht rausgefunden, ob man die bewegen oder tauschen kann. Hier im erweiterten Menü haben wir einfach Programme 1 und dann haben wir hier Pro7. Und hier unten haben wir dann noch Einstellungen, Favoriten. Also ist ja, wird nicht unterstützt, habe ich ja auch nicht dran. So, hier Einstellungen. Achso, nee, das ist nur das. So, das ist das einfache Menü und wenn wir dann hier aufdrücken, haben wir das erweiterte Menü. Ja, das erweitert, das ist das einfache Menü und ich habe immer das erweiterte Menü dran. Man kann da auch leider jetzt nichts großartig ändern. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier hinten vielleicht das ein bisschen ändern kann oder hier oben die Sender wegnehmen kann und dann halt so ein paar Sachen drin machen kann, die ihn jetzt mehr interessieren. Wie jetzt ein Media Player, der ist jetzt hier unten, dass man sich das so ein bisschen sortieren kann, den Media Player hochmachen und Aufnahmen und Timer und so. Und die Sender, die für mich jetzt total uninteressant sind, weil ich ja TV nicht angeklemmt habe, sondern über einen separaten Receiver, dass man die dann nach unten verlagern kann oder komplett weglassen kann, um sich das hier alles auch noch mal ein bisschen anzupassen. Hier haben wir dann Extras, da waren wir eben schon drin, da haben wir die Tool-Taste, da kommen wir dann im Menü über Extras rein. Und wenn wir hier unter Einstellungen im Menü gehen, da haben wir dann Bild, Ton, Quelle, TV, Netzwerk. Da habe ich ein LAN-Kabel dran und Jugendschutz ist auch alles aus. Ja, und jetzt habe ich das Bild endlich mal so, wo ich sage, jetzt gefällt es mir. Ich werde euch das auch mal gucken, ob ihr das vielleicht vernünftig sehen könnt. So, wir machen mal einfach nochmal Bosch an. Bosch Folge 1. Von der Staffel 2 hier seht ihr dann zum Beispiel UHD wird geöffnet. Bisher bei Bosch. Nicht bewegen! Wie viele Menschen haben Sie? So, das ist jetzt am Anfang, seht ihr, das ist noch ein bisschen, das hat aber nichts mit dem Fernseher zu tun, das ist Amazon. Das dauert halt immer so einen kurzen Moment, bis das halt alles läuft. Vegas ist nur 4 Stunden entfernt. Machen wir mal Gesicht. Noch keine 30 Sekunden da und schon machst du. So, und hier war das jetzt zum Beispiel immer so, wenn ich mit meinen alten Einstellungen, dass das Gesicht, wenn von links oder von rechts so die Lichtquellen kam, dass es dann auf der Seite ziemlich hell war, das Gesicht. Dass es halt nicht wie ein Gesicht aussah, also schon wie ein Gesicht aussah, aber die eine Seite ein bisschen überlichtet war. Ja, und dann hatte ich das eingestellt. Dann hatte ich das alles eingestellt, dass es nicht mehr war. Hat es super funktioniert. Habe ich für UHD eingestellt. Ja, und dann habe ich normal Film geguckt. So einen älteren Film über Amazon. Da sah es wieder kacke aus. Musste ich wieder einstellen. Ja, da war es dann für UHD super, aber für normale Filme sah er richtig kacke aus. Man sieht auch die Pixel und er ist halt ein alter Film und es wird zwar richtig gut hochgerechnet, die alten Filme, aber man sieht den Unterschied und wenn man UHD guckt, ist meine Meinung, man wird verwöhnt.
Ich gucke auch nur noch UHD und Full HD. So die älteren Serien, wenn man denn so die Pixel sieht, was dann so auf dem alten Fernseher ausgestrahlt wurde, es ist echt teilweise richtig belastend. Man wird verwöhnt, man guckt die alte Scheiße ja nicht mehr richtig an. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach Mensch. Ach, und man hat 4 HDMI-Anschlüsse. Ihr müsst jeden HDMI-Anschluss separat vom Bild einstellen. Wenn ihr jetzt, wo ich das hier bei Amazon eingestellt habe, also der HDMI, der jetzt für Amazon da ist, die Bildoption bleibt hier gespeichert, wird aber nicht mehr zu den anderen HDMI-Steckplätzen übernommen, zur PlayStation 4, Fernseh oder was weiß ich, Receiver oder was weiß ich. Das ist für einige bestimmt ein bisschen doof, weil sie dann alles neu einstellen müssen. Ich finde es gar nicht mal so doof, weil ich habe die Einstellungen jetzt hier für UHD und Full HD Einstellungen so gemacht, dass das wirklich toll rüberkommt. Auf dem HDMI-Anschluss für die PlayStation habe ich ganz andere Einstellungen, dass das Bild da auch gut aussieht. Zum Beispiel habe ich auch brillante Farben aktiviert. Bei einigen Spielen der PlayStation steht auch drinne, wenn man das startet oder unter Einstellung, dass man am Fernseher doch bitte brillante Farben deaktivieren soll, dass es da dann ein bisschen besser rüberkommt. Deswegen brauche ich jetzt, wenn ich es einmal gut eingestellt habe für Amazon, kann es so bleiben und brauche halt nicht jedes Mal, wenn ich PlayStation spiele, da alles wieder umstellen und brillante Farben ausmachen und so, weil da hat es dann separat gespeichert. Finde ich positiv, einige von euch werden das vielleicht ein bisschen doof finden, aber ich finde es halt gut. Ja, ich werde euch auch mal zeigen, so, das ist jetzt Bosch Staffel 2 in UHD. Ich werde mal Bosch nochmal starten. Bosch. In Normal HD. Das ist nicht Bosch. Bosch. So, ich habe nämlich hier schon Staffel 2 auch schon in Normal geguckt. So, und jetzt fällt euch auf, das startet jetzt ganz normal. Amazon Logo mit Drama, alles schwarz. Hier steht nichts mit UHD. So. Das dauert jetzt kurz, bis es sich durch die Internetleitung einpegelt. So, und hier seht ihr, die Sicht sieht wieder sehr gut aus. Man sieht zwar so ein bisschen, ich habe jetzt Pause gemacht, ja, also das ist, darf man nicht vergessen. Man sieht so ein bisschen leichte Pixel, hier so ein paar Kantenfehler, hier zum Beispiel, hier und hier. Das ist jetzt nur bei diesem, wenn ich auf Full HD gucke, wenn es jetzt hochgerechnet wird auf das ganze Bild. Ich mache jetzt nochmal Bosch in... So, hier seht ihr zum Beispiel, hier steht nur Prime, hier steht nicht mit Ultra HD, hier steht Prime und Ultra HD. Und hier seht ihr auch Unterschiede, dass das hier schon wieder ein bisschen weit heller ist. Das ist auch in, ja, und hier, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, dass man das hier vielleicht einen Ticken schärfer aussieht, obwohl im Menü alles Full HD ist. So, jetzt starten wir hier nochmal. Hier wieder Wiedergabe für Ultra HD. Das Kennzeichen gibt es nicht, Partner. Mal nochmal zurück. Nicht belegen! Dass wir uns das gleiche Bild vornehmen können. Wie viele Menschen haben Sie getötet? Das weiß ich nicht. Das Department hat Sie entlastet. Ich musste schießen. Hast du sehen? So. Besuch. Herr, Vegas ist nur 4 Stunden entfernt. Na, nochmal zurück. Ich habe zu spät gemacht. Das weiß ich nicht. Das Department hat Sie entlastet. Ich musste schießen. So, und wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann sehe ich jetzt hier wirklich gerade Linien vom Gesicht. Ich sehe keine Überlagung, ich sehe auch keine Schatten. Oder? Nö, sehe ich nicht. Man hat zwar, wenn ich jetzt ganz genau rangehe, so sehe ich so ein paar kleine Kanten, ja, aber winzig. Aber im Gegensatz zu der Full-HD-Variante, wo dann wirklich hier sehr eckig aussah an der Seite hier und wirklich schwarze oder sehr dunkle Elemente zu sehen waren, was sich hier so als Schatten dann ausgelagert hat, sehe ich hier schon klare, richtig klare Kanten. Ich sehe die Falten, ich sehe die Poren und das macht sich
Hoppala. Und das macht sich dann sehr bemerkbar in der Qualität. Logischerweise, wenn man dann sowas immer guckt oder öfters guckt, weil Amazon bietet ja viele Serien exklusiv für Amazon und exklusiv auf Prime für UHD auch an, die man sich dann angucken kann. Da wird man dann schon vom Auge sehr verwöhnt. Ja, was gibt's noch zu sagen? So habe ich eigentlich alle gesagt, die Einstellungen, die dauern wirklich lange. Die dauern richtig, richtig lange. Ich habe es auch versucht mit USB, dass ich auf USB mir ein Bild gezogen habe und mir das angeguckt habe und dann, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das kann da, weil USB ist wieder anders, wenn man da das Bild, die Einstellung macht, als auf den HDMI-Dingern. Weil da man muss wirklich jeden HDMI separat einstellen und das dauert. Das dauert. Man denkt, man hat das Bild gefunden, so ist schön. Und dann kommt wieder was und dann, oh scheiße. Und dann stellt man wieder ein bisschen nach. Und bei mir hat es was länger gedauert. Und jetzt habe ich die Einstellung so, damit ich damit zufrieden bin. Also PlayStation sieht gut aus, Amazon sieht gut aus, Receiver sieht gut aus. Ich habe dieses Überlichten nicht mehr, was mich halt immer noch sehr abgefuckt hat. Und ja, ich finde, er rechnet auch gut hoch, also von normal HD in 4K, weil er nutzt ja praktisch die ganze Fläche aus. Also es ist ja nicht wirklich, es steht nicht da, dass ich 4K gucke, steht immer 1080p da, aber der rechnet ja die Pixel dann auf die entsprechende Breite und Länge ein bisschen anders und es macht sich bemerkbar. Wenn ich ältere Filme gucke und die auf dem Großen, macht sich das auch bemerkbar. Es sieht gut aus, aber es hat halt so immer so seinen negativen Touch mit diesen Verpixelten und so. Es sind richtig alte Filme, da können wir uns nicht vormachen, das ist nun mal so. Aber so macht er mir für mich ein schönes Bild. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich werde ihn jetzt die nächsten 2 Jahre erstmal nutzen und dann, wenn er abbezahlt ist, dann kommt der nächste, dann kommt der noch ein Stück größer. Weil ich habe jetzt hier rechts, links, oben, unten Platz. Der nächste wird definitiv ein 65 Zoll, weil der passt auch noch rein. Oder 70 Zoll, mal gucken. Und da bin ich am überlegen, ob ich dann mir einen Curve als nächstes hole. Also in 2 Jahren oder nächstes Jahr. Mal gucken, nee, nächstes Jahr noch nicht, in 2 Jahren. Ich zahle ja noch ein bisschen ab. Ich habe ja erst im Januar angefangen abzubezahlen. Nächstes Jahr Januar, übernächstes Jahr Januar. Und dann mal gucken. Aber so bin ich, wie gesagt, mit dem sehr zufrieden. Macht einen schönen Ton, macht ein schönes Bild. Ihr braucht wirklich jede Menge Zeit, um den einzustellen. Es sei denn, ihr habt Glück und findet gleich am Anfang die Einstellung. Die Standardeinstellungen sind annehmbar. Man kann trotzdem Film gucken. Es ist annehmbar. Aber wenn man wirklich aufs Auge, wenn man wirklich darauf achtet und dann auch 4K-Filme guckt und Blu-rays, da macht sich das denn die Standardeinstellung denn, naja, es geht zum Gucken, ja. Aber wenn man dann selber noch einstellt, dann kriegt man da immer noch ein bisschen mehr raus und so. Also ich empfehle wirklich, es dauert, aber stellt das noch separat ein. Den Ton habe ich auch versucht einzustellen, da habe ich es dann irgendwann Uffi jemals gesagt, ich. Weil ich habe meine Dolby-Anlage, wenn ich Musik höre, reicht mir das so aus. Mit meine Dolby-Anlage an und so für Fernsehgucken reicht der Ton dicker aus, da ist er toll. Aber halt für Musik. Für Musik ist ein ganz großes Manko in meinen Augen. Entweder ist da, ja, welches Programm ich nehme, Spielfilm, Film, Musik, irgendwas, Benutzer, was ich selber eingestellt habe, egal was ich mache, entweder ist der Sänger zu laut, die Musik zu leise, die Musik zu laut und der Sänger zu leise oder beide gleich und man kann halt keinen Unterschied erkennen. Also irgendwie hört sich das immer alles ein bisschen komisch an. Da mache ich dann meine Dolby-Anlage an. Aber nur bei Musik, wenn sie lauter ist. Wie gesagt, nicht, wenn man normal im Raumklang Musik hört oder in der gemütlichen Runde so ein bisschen den Fernseher anmacht mit ein bisschen Musik. Das hört sich eigentlich ganz okay an, aber es ist halt kein Vergleich zu einer Dolby-Anlage. Müssen wir uns noch vormachen. Und ja, aber so reicht das aus. Also nur, wenn ihr lauter macht, dann ist das wirklich ein bisschen quietschig und dann ist nicht so. Ja. Aber egal. So bin ich komplett zufrieden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch ein bisschen helfen. Wenn ihr da, wie gesagt, noch Fragen habt, einige haben ja runtergeschrieben, die hatten so ein bisschen grüne Effekte drin, so grüne Striche, wenn sie Blu-ray gestartet haben oder eine 3D Blu-ray gestartet haben oder ausgemacht haben. Das habe ich gar nicht. Also ich habe keine Artefakte, ich habe keine grünen Striche, Flecken, irgendwas dergleichen. Wenn ich eine Blu-ray über die PlayStation anmache, dann
läuft die, egal ob 3D oder nicht, und da habe ich nicht diese grünen Flackerlinien am Anfang. So, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach drauf losfragen. Ich bin erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.